Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Ghost Recon Wildlands News. Heute ist auf dem PC Patch 4.0 erschienen. Morgen am 18.05. wird dieser Patch auch auf den Konsolen erscheinen. Das bedeutet, heute gab es bereits Wartungsarbeiten auf dem PC. Morgen wird es diese Wartungsarbeiten dann halt auch auf der Konsole geben, und zwar von 11 bis ca. 13 Uhr. Und in dieser Zeit wird dann der Patch 4.0 auch auf die beiden Konsolen aufgespielt. Der Patch fällt wieder relativ groß aus. Auf dem PC hat er eine Größe von etwa 7,2 GB. Der Patch für die Konsolen soll dann in etwa um die 9 GB groß sein. Ja, und wie schon bei den anderen Patches soll dieser Patch auch wieder so ein paar Balancing-Probleme in den Griff kriegen und natürlich viele Komfortänderungen ins Spiel bringen. Der Patch soll dabei stark vom Feedback der Spieler profitiert haben. Ob dem so ist, werden wir uns jetzt mal eben im Detail anschauen. Eine der Änderungen, die mir als erstes ins Auge fiel, war halt die Änderung, dass gefallene Spieler nun am Startpunkt eines Einsatzes wiederbelebt werden sollen und nicht mehr an einer zufälligen Stelle auf der Karte. Das Respawn-System war ja bei Wildlands bisher wirklich teilweise absurd. Man ist da wirklich, ja, wenn man in einer Mission gestorben ist, auf einmal mitten in der Pampa gespawnt, irgendwo hinter einem Berg, ohne Straßenanbindung, ohne Fahrzeug. Und deshalb habe ich da gleich aufgehorcht, als ich gehört habe, dass man das nun endlich in den Griff bekommen haben soll. Ich habe das Ganze vorhin getestet und muss sagen, Ubisoft toll in den Griff bekommen. Ich bin ja während der Mission gestorben und dann halt direkt mal wieder 800 Meter von dem Missionsstartpunkt entfernt, mitten in der Pampa, hinter einem Berg in der Wildnis gespawnt. Also von daher, ich weiß nicht, ob da tatsächlich irgendwas geändert wurde jetzt oder ob ich da einfach nur Pech gehabt habe. In meinem Fall, wo ich es getestet habe, ging das Ganze auf jeden Fall wieder nach hinten los. Und da frage ich mich mittlerweile wirklich, warum man so etwas nicht in den Griff bekommen kann. Weil für mich sind solche Respawn-Punkte einfach mega nervig. Und ich habe das schon oft gehabt, dass wenn ich in einer Mission gestorben bin und dann da irgendwo am Arsch der Welt gespawnt bin, dass ich dann auch direkt wieder ausgemacht habe, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, weiterzuspielen. Und ich stelle mir ja so ein Respawn-System jetzt nicht so schwer zu programmieren vor. Von daher, naja, aber vielleicht habe ich vorhin auch einfach nur in diesem Falle Pech gehabt. Außerdem wurde ein wenig an den Fahrzeugspawns herumkorrigiert. Das habe ich vorhin auch getestet und da muss ich sagen, das stimmt. Das Ganze, ja, fühlte sich für mich jetzt irgendwie wesentlich besser und griffiger an, wenn ich mir ein Fahrzeug bestellt habe über diese, ja, Rebellenfähigkeit, sag ich mal, ist das Fahrzeug jetzt auch immer direkt in meiner Umgebung gespawnt und nicht halt irgendwo meilenweit entfernt oder an irgendwelchen seltsamen Orten. Das hat bei mir tatsächlich in jedem Fall und bei jedem Versuch sehr gut geklappt. Man hat außerdem jetzt noch so ein kurzes Zeitfenster eingefügt, in dem man alarmierte Gegner ausschalten kann, bevor ja ein verdeckter Einsatz zum Beispiel scheitert. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, weil teilweise, ja, wird man doch noch relativ absurd gespottet und so hat man dann wenigstens halt noch kurz die Zeit, den Gegner aus dem Weg zu räumen. Ja, und wie gesagt, der Rest sind dann natürlich wieder Bugfixes, Komfortänderungen und Balancing-Änderungen. Man hat wieder einiges bei den Einsätzen einfach verbessert, viele Fehler ausgebügelt. Auch bei der Benutzeroberfläche wurden wieder diverse Bugs behoben, also zum Beispiel so ein Fehler, bei dem HUD-Elemente ausgegraut erschienen, wenn HDR aktiviert wurde, wurde zum Beispiel behoben. Es wurden wieder neue Optionen in den HUD-Einstellungen eingefügt, wie zum Beispiel Eingabeerinnerungen und kontextabhängige Aktionen und so weiter und so fort. Da müsst ihr einfach mal reinschauen, da hat man halt auch wieder viel getüftelt. Auch am Koop-Modus hat man so ein bisschen geschraubt, so zum Beispiel einen Fehler, bei dem nur der Host quasi diese Navi-Spur im Einsatz hatte, das wurde behoben, halt so Kleinigkeiten einfach. Auch am Spielverlauf wurden wieder mehrere kleine Sachen geändert, so als Beispiel hierzu sei genannt, dass nun auch wirklich jeder Spieler, der sich in derselben Zone befindet wie derjenige, der eine Nachschubkiste öffnet, halt auch diese Nachschübe bekommt und so weiter und so fort. Audio-Bugfixes gab es, auch bei der Grafik hat man nochmal ein bisschen rumgeschraubt, man hat zahlreiche Animationen nochmal aufpoliert, zahlreiche Kameraübergänge wurden da nochmal überarbeitet. Im Zuge dessen hat man auch nochmal an der Stabilität gearbeitet, Absturz
Ursachen wurden behoben, Verbindungsprobleme wurden gelöst. Also das ist alles schon mal ganz stabil. Auch an Narco Road hat man rumgeschraubt. Ja, da ist es ähnlich, halt auch Abstürze wurden behoben, mehrere kleine Fehler wurden behoben. Das ist auch ganz nett. Dann gab es natürlich auch wieder Fehlerkorrekturen für den PC. Aber das sind halt auch wieder alles so Kleinigkeiten, zum Beispiel einem Fehler, bei dem 360 Grad Bildschirmfotos mit Nvidia Ansel bei aktivierter Nachtsicht grafische Fehler hervorriefen. Das wurde behoben. Und auch, dass der PS4-Controller manchmal die Vibration im Spielverlauf verlor, wurde auch halt behoben. Auch generell in der Welt hat man einige Sachen einfach glatt gebügelt. So zum Beispiel einige Wände, durch die die Spieler gesehen und erschossen werden konnten, die wurden wieder abgedichtet. Einige Objekte, die nicht aufgenommen werden konnten, wurden neu positioniert. Und das ist jetzt tatsächlich nochmal etwas sehr Interessantes in den Patch Notes, man hat etwas Sonderbares in den Bergen herumlaufen sehen, steht da. Und wenn das mal nicht ein Yeti sein könnte, also denke ich mal, dass man jetzt ab Patch 4.0 wirklich mal sinnvoll auf Yeti-Hand gehen kann. Wobei da ja auch bei diesem einen Leak, den wir hier auch auf dem Kanal vorgestellt hatten, schon für die saisonale Herausforderung, ich meine Woche 6 war das ja, schon mehr oder minder so ein Yeti angekündigt war. Aber scheinbar ist da jetzt tatsächlich auch was im Spiel gelandet. Wie immer packe ich euch natürlich die kompletten Patchnotes bzw. einen Link zu eben diesen unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne reingucken und euch das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein. Was habt ihr für Erfahrungen bisher mit Patch 4.0 gemacht? Habt ihr da auch das Gefühl, dass sich an den Respawn-Punkten nicht wirklich was verändert hat? Oder habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht? Habt ihr schon den Yeti gefunden? Dann alles gerne in die Kommentare. Wenn ihr das Ganze hier informativ oder unterhaltsam fandet, dann lasst mir doch einfach ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne diesen YouTube-Kanal, um weiterhin mit Wildlands und anderen Videos versorgt zu sein. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen, außer reingehauen.